Herzlich willkommen zurück zu Company of Heroes 2 und einem neuen Cast. Ich habe mir heute mal das Spiel aus der letzten Grand Championship Series vom Sonntag herausgesucht. Es war ja ein sehr, sehr durchwachsener, na eigentlich ziemlich schlechter, muss man ehrlich sein, Tag für ein Turnier. Das Interessanteste war also die Begegnung zwischen Lieutenant Bomi und Luvnist, das dann 3 zu 1 für Luvnist ausging. Und danach haben wir noch gesehen, Jesselyn gegen Armstrong. Was sehr enttäuschend war, weil Jesselyn alle drei Spiele nach ungefähr 5 Minuten aufgegeben hat, 5 bis 10. Also es war wirklich sehr, also das war überhaupt nicht Jesselyns Tag und wir alle kennen Jesselyn eigentlich auch anders. Dieses Spiel war definitiv Highlight des Tages, deswegen zeige ich es heute nochmal. Also zwischen Lieutenant Bomi und Luvnist. Ostherr, nicht Ostherr, OKW gegen Sowjets. Und dann fangen wir auch mal an. Und schauen uns das Ganze an. Ich habe es natürlich schon gesehen, live im Stream. Wer das mitverfolgen möchte, das nächste Mal live. Jeden Sonntag aktuell noch bis, glaube ich, 11. Juni. Jeden Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit. Wir haben hier schon die. Ja, danke. Lass mich ausreden. Blöder Computer. Okay. Wir haben also eine Kommandowahl hier auf Seiten von Lieutenant Bomi, die auch schon im Gefecht zuvor gewechselt hat, dass er verloren hat. Also aktueller Stand bei diesem Spiel war 2 zu 0 für Luvnist. Also das war das Spiel um alles quasi hier für Lieutenant Bomi im Best of Five. Und wir sehen gleich eine fortgeschrittene Kriegsführungstaktik. Das heißt, der Sowjet kann alles hören, was der Deutsche an Einheiten produziert. Hat PB-Chars, einen T-34-85 und Sturmovik, also durchaus etwas, worauf man sich einlassen kann. So, jetzt kommt schon gleich die erste ungewöhnliche Sache. Wenn wir uns mal die Karte angucken, Lieutenant Bomi hier als Sowjet konzentriert sich überhaupt nicht auf den Süden, sondern geht direkt nach Norden und lässt sich hier in das erste Gefecht gegen Volksgrenadiere verwickeln, die in Green Cover stehen. Was ehrlich gesagt, nur ich keine guten Erfahrungen gemacht habe, sich gleich am Anfang schon so gegen deutsche Truppen aufzureiben. Denn wir sehen es auch hier, die teilen wesentlich mehr aus, obwohl sie von zwei Seiten, ich sag mal, ja gut, okay, also von zwei Einheiten Beschuss bekommen, aber dezimieren halt die Rekruten extrem. Und das ist natürlich auch Capping Power, die hier verloren geht. Die ersten beiden Einheiten auf dem Feld sind gleich im Kampf gebunden und können halt nicht cappen gehen. So ganz verstehe ich den Sinn hinter dieser Aktion von Lieutenant Bomi ehrlich gesagt nicht. Und der Sprit ist natürlich überhaupt noch nicht angeschlossen, der fehlt. Ich denke mal, Sinn hinter der ganzen Sache ist jetzt das schnelle Drücken auf den Gegner, was allerdings hier total fehlschlägt, weil sich der Angriff total aufreibt hier an dieser Stelle, beziehungsweise wie viel Truppen er braucht, um diesen Trupp hier runterzuziehen. Vielleicht ist es auch sein Ziel, beim Gegner möglichst viel Manpower Drain zu verursachen. So genau weiß ich es nicht. So, der Trupp war gerade in der Kirche und hat sich wieder verlassen, als er die Sturmpioniere hier gesehen hat. Jetzt werden gleich Tellerminen gelegt. Eigentlich eine sehr gute Wahl, zumindest dann, wenn der Russe Tier 1 spielt, was er hier aber nicht tut. Deswegen sind mir die Tellerminen ehrlich gesagt ein bisschen. Scheint ihm ein bisschen überflüssig. Jetzt geht Lieutenant Bomi auch hier mit den Pionieren nach unten, nachdem die sich. Ach nein. Zwei Pioniere, alles klar. So war das, richtig. Zwei Pioniere. Und immer wieder rein und raus. Immer rein zu gucken, wo ist der Gegner, und raus, um sich nicht von denen hier im 1 gegen 1 niederschießen zu lassen. Denn die Sturmpioniere auch gegen Häuser sind die extrem effektiv. Jetzt der Rückzug. Über negative Deckung, und man sieht es gleich, ist auch instant ein Trupp, also eine Einheit gefallen, ein Model. Ein Model, so. So, was sind wir hier? Sandsäcke? Wow, gut, nichts Besonderes. Drei Rekruten und zwei Pioniere. Ich denke, das ist auch ein guter russischer Standard. Aber eins hat die Aktion komischerweise doch gebracht.
Der Sowjet hat jetzt hier komplette Map Control. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das vonstatten gehen konnte, dass jetzt hier dieses Engagement hat wirklich auf beiden Seiten noch viel zu lange geführt. Die haben sich beide nicht so aufs Captain konzentriert. Und dadurch hat jetzt wohl der Lieutenant Bomi auch die Möglichkeit, hier mehr einzunehmen. Und auch hier direkt auf den Cut-Off zu gehen, natürlich die bessere Wahl als gleich auf den Sprit. Ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, immer sofort auf den Cut-Off. Denn der ist wesentlich schneller eingenommen als so ein Ressourcenpunkt. Und auch hier sieht man wieder das Bestreben von Lieutenant Bomi, die Manpower des Gegners möglichst gering zu halten, indem der Gegner quasi permanent auffrischen muss. Sturmpioniere jetzt zusammen und auch hier ganz schön. Der Trupp wird nicht sofort zurückgezogen. Viele, einschließlich mir, neigen im Spiel ja immer gern dazu, Truppen möglichst schnell zurückzuziehen oder sehr früh zurückzuziehen, was darin resultiert, dass man sie oft zu früh zurückzieht. Und in diesem Fall gab es hier nur einen Soft Retreat, dann das Reinstürmen mit den Pionieren und mit Unterstützung der Grenadiere, auch in unmittelbarer Nähe hier zum Tier 2, was dann eben dazu geführt hat, dass der Lieutenant Bomi hier den Rückzug antreten musste. Finde ich eine sehr gute Lösung. Clever gemacht. Soft Retreat sollte man auf keinen Fall vernachlässigen, erst recht nicht bei MGs. Apropos, wir haben ein Maxim jetzt hier unten und auf Seiten der Deutschen kommt jetzt das MG34. Der Vorgänger, das MG42. Das MG34 war allerdings sehr teuer in der Produktion und hat man sich deshalb dazu entschlossen, das MG42 zu entwickeln. Was wesentlich leichter war wohl auch, wie ich das verstanden habe. Und jetzt hier der schöne Move mit dem MG. Schön in die Seite vom Grenadiertrupp hier. Natürlich auch sofort der Rückzug. Ich weiß nicht, ob jetzt hier schon ein Rückzugspunkt erforscht ist. Ja, nein. Nein. Na, das MG34 gleich hier. Aber das richtet sich irgendwie sehr komisch aus. So, manchmal habe ich das Gefühl... Oh! Elichte deutsche Anti-Infanterie-Mine. Ja, Anti-Infanterie-Mine, ja. Schützenmine, 42, ja, genau. Ach, die hat er hier gelegt. Das waren keine Tellerminen. Entschuldigung, das waren keine Tellerminen. Das waren natürlich Infanterie-Minen, die er, Schützenminen, die er gelegt hat. Am Anfang. So. Nahkampf, ich weiß nicht, wie das Sowjet das jetzt hier gewinnen will, ehrlich gesagt. Okay. Ja, durch die Unterstützung zieht sich... Luven ist hier zurück, nicht unbedingt von Vorteil, aber die Models im Volksgrenadier sind wesentlich mehr wert als die eines Sowjet-Trupps. So, und jetzt wird hier direkt auf den Fuel gecapped. In dieser Hinsicht eine bessere Wahl, weil der Cut-Off zu nah am gegnerischen Punkt liegt und auch leichter wieder eingenommen werden kann. Hier ist jetzt auch die Green Cover, weshalb das natürlich besser ist, in dem Fall hier den Sprit zu cappen. Das sollte auch möglichst schnell vorbei sein, obwohl natürlich die grüne Deckung hier das Niederhalten verhindert. So, Infanteriegeschütz auf Seiten der Deutschen. Das ist natürlich, durchaus eine logische Wahl. Vor allem jetzt zwei Maxims kommen und eine schöne Granate. Und auch hier nicht gleich der Retreat, sondern der Soft Retreat. Beziehungsweise das einfach, das ist ja nicht mal ein Retreat, das ist einfach nur ein Umlagern der Truppe. Hier oben wird es brenzliger. Ich denke, das Micro fokussiert sich gerade auf einen ganz anderen Bereich, nämlich hier unten. Das ist natürlich möglichst unschön und auch das Infanteriegeschütz wieder Glück gehabt. Konzentriert sich hier auf die Kirche. Also der Luvelis macht das gut, verteidigt sein Territorium gleich an drei verschiedenen Stellen mit dem Micro sehr vorzüglich. Und auch die Phosphorgranate ist natürlich folgerichtig. Und gutes Micro auch mit den Flammenwerfer-Pionieren, die nicht gewastet werden. Sehr schön. So, Raketenwerfer. Damit ist der Deutsche jetzt eigentlich ganz gut gerüstet gegen was auch immer da jetzt kommt beim Sowjet. Siegmarken jetzt zum ersten Mal auf Seiten der Sowjets in der Überzahl. Also das hat der
Luven ist da gut hinbekommen mit den Siegmarken, dass er die gleichzeitig irgendwie gehalten hat. Das war auch so meistens der Punkt, warum die letzten Gefechte flöten gingen durch die Siegpunkte. Und oh, das ist gut. Ah, er hat's gesehen. Oder gemerkt. So, und gleich wieder an drei Stellen gleichzeitig der Cap. Und bei dem Sowjet ist jetzt eher... Flaut jetzt aber schon drei Pioniere. Also die maximale Capping Power hier erreichen. Und PP-Schars sind natürlich echt extrem gefährlich, auch für so eine Sturmpioniere hier. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Also natürlich vorausgesetzt, natürlich vorausgesetzt, dass der Flammenwerfer da noch ist und der Trupp hier hinten. Also okay, es war schon eine Menge Unterstützung da. Und man hat ja gesehen, die Sturmpioniere haben den PP-Schar-Trupp auch trotzdem ziemlich zusammengeschossen. Also da blieb nichts übrig. Im Endeffekt. Hier jetzt der Cap des Spritz, weil hier die Deckung steht. Aber in dem Fall hier hinten gut abgeschirmt das Ganze. Das Anti-Infanterie-Geschütz kann natürlich auf so kleinen Karten wesentlich besser wirken. Ah, das Maxim liegt nicht richtig. Und auch hier Umpositionierung, sehr schön. Hat er nicht gut aufgepasst, die Luft ist, aber er zieht sich auch sofort zurück, weil er weiß, da kommt eh gleich der Pin. Und bevor er dann noch irgendwie Lebenspunkte oder Models verliert, geht er lieber gleich raus. So, jetzt kommt auf sowjetischer Seite ein T-70. Wo gesagt, es ist 11. Minute. Recht spät für ein T-70. Da kann der Deutsche natürlich, und der Deutsche hat auch schon etwas draußen, aber auf der anderen Seite weiß der Lieutenant Baumi natürlich auch, dass der Luftwaffe bisher echt Schwierigkeiten hatte, was den Sprit betrifft. Also da war der Baumi schon gut dabei, auch hier den Cap-Laufen zu verhindern und selber den Cap hier unten zu halten. Nichtsdestotrotz sollte der Gegner, aber was er nicht hat, in dem Fall in... Ah, ne. Er könnte jetzt auch einen Puma oder einen Lux bringen oder irgendwie sowas in der Art. Ne, kann er nicht. Okay. Hat kein Tier 3, sondern Tier 2 gebaut und Tier 4. Ah, es ist echt so viel los auf dieser Karte. Es ist unglaublich. Hier die jetzt schon Wett 2 und natürlich ordentlich schön reinhalten hier in die Grenadiere. Ah, Glück gehabt. Jetzt kommt der T-70 hier. Und natürlich der Raketenwerfer hier hinten. Schon mit Tarnfähigkeit. Das kann gefährlich werden, wenn man so eine Pack nicht sieht. Kann man natürlich auch nicht drauf gehen. Ah, hier schön. Er hat irgendwie den Raketenwerfer hier gesehen. Das ist natürlich heftig. Jetzt steht hier noch das Halbkettfahrzeug, das T4. Oh, der Pionier. Ja. So, der T-70 hier beim Rückzug und da steht der Grenadiertrupp. Ja, das könnte schief gehen. Ja, aber gut reagiert hier mit dem T-70 gleich die Kurve gekratzt im wahrsten Sinne des Wortes. Und er fährt auch nicht einfach hinterher. Und hier kommt direkt der Raketenwerfer hinterher. Gutes Micro. Ja, aber Baumi, der wittert das schon. Also das ist echt gut, wie er hier darauf reagiert und auch nicht einfach in die Falle tappt. Die meisten Leute werden jetzt wahrscheinlich einfach wieder hier drauf gefahren mit gebührenden Abstand und dann wäre hier eben die Raketenwerfer gekommen. Aber der Baumi macht das gut. Er hat so ein Gefühl dafür, wo die Raketenwerfer stehen könnten. Oder wo der sinnvolle Platz in diesem Fall wäre. So knapp außerhalb der Reichweite hier. Ja, dass ich nicht von zwei Seiten genähert. Das war natürlich... ja, das ist auch unlogisch. Das MG schießt hier auf den Pioniertrupp und die...
werden mitgepinnt hier, die Rekruten. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass sowas möglich ist. Ah, jetzt ist die Raketenwerfer hier wieder offen. Das ist natürlich höchst ungünstig. Ah ja, schnell mal noch tarnen. Warum auch nicht? Gut gemacht. Ah, die Fähigkeiten von Truppen ausnutzen ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Das wird oft vernachlässigt im 1 gegen 1. Also im Random Match. Was muss man drauf haben? Man muss aber wirklich wissen, welche Einheit welche Fähigkeiten hat. Und die dann auch gezielt ausnutzen. Wie zum Beispiel diese Fähigkeit der Packs, dass die halt auch pinnen können. Beziehungsweise die deutschen Packs, Pack 40. Na, dass die diese Funktion hat. Schwachpunkt anvisieren. Ist schon eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. So, der Strupp sollte sich jetzt eher hier auf den konzentrieren. Und dann noch eine schöne Granate da rein. Aber rechtzeitig gesehen. Oh, gleich doppelt Flamer. Und hier oben der T-70, der sich um das vernachlässigte Micro kümmert. Aber da ist schon die Pack. Beziehungsweise die Raketenwerfer. Und der schießt daneben. Oh meine Fresse, auf die Entfernung. Ja, auf die Entfernung schießt der daneben. Jetzt hat er mal getroffen. Aber Luftnest verschwendet auch keine Energie daran, hier den Rückzugspunkt herzustellen. Oh, die Pioniere im Haus. Sehr gut. Immer wieder rein, raus, damit der Mörser da wohl nicht drauf feuert oder was. Aber das ist eh zu spät. Oh, aber gut ausgeschaltet hier, den Raketenwerfer. Auf deutscher Seite kommen jetzt Obersoldaten. Hier, ah ja, der ist auch gerade so rausgekommen. Ich habe mich schon gewundert, wo eben, als ich oben geguckt habe, dass der so wenig Lebenspunkte hat. Ja, gut gemacht. Ordentlich hier was ausgeschaltet und noch Erfahrungspunkte gut gesammelt mit den Pionieren. Die sind jetzt beide bei 3. Aber hier oben natürlich ein bisschen vernachlässigt ist das Micro. Boah, ansonsten Tier 4 steht. Also jetzt steht ein Tier 3485 nichts im Weg. Noch auf den Sprit warten, aber den hat er noch nicht ganz, glaube ich. Ne, 130, aber doch, hat er doch 130, aber die Manpower noch nicht, okay. Volksgrenadiere, Obersoldaten. Sehr gut. Die sind natürlich hart. Ich kann ja an dieser Stelle mal erwähnen, dass ich den Synchronisator hier für die Obersoldaten ihn hier überhaupt nicht leiden kann. Aber gut, okay, das ist jetzt wieder so eine subjektive Geschichte. Da spricht nämlich auch viel Hörbücher, besonders Terry Pratchett-Romane auf Audible. Und da kann ich die Stimme überhaupt nicht leiden, auch in Computerspielen echt schwierig. Also, er hat irgendwie immer bloß einen einzigen Wortlaut drauf. Also ist nicht besonders. Naja, egal, nur das so mal am Rande, ein kleiner Insider. Pioniere zurück! Oh. Naja, da hat er gleich geahnt, na, wo das MG ist. Das MG ist natürlich so ein Magnet für einen Panzer. Und warum dann da nicht einen Raketenwerfer hinstellen? Berechtigte Frage, funktioniert gut und natürlich das Umpositionieren der Einheit gleich danach auch immer ganz wichtig, weil sonst kann der Gegner ja im nächsten Moment einfach spielerisch ausweichen. Das wäre Quatsch. Das ist natürlich jetzt auch sehr fatal, was er hier macht. Da reinzustürmen gegen Volkspioniere und gegen Sturmpioniere und Volksgrenadiere, also. Aber irgendwie, naja, gut. Den Bau hätte er unterbrechen können. T-3485, da ist er. Und? Nee. Aber direkt mal hier. Volltreffer auf diese Einheit. Ah, die Obersoldaten sind natürlich Prioritätsziel Nummer 1. Ja, wenn die weg sind, dann ist Polen offen. Aber der T-34, der
Hat auch zu viel Wodka gesoffen hier. Der schießt direkt vor sich in den in die Mini-Erhebung. Na, der Trupp, hier wird auch nicht weggezogen. Was merkt er wohl nicht, der Luvnest? Alles nicht so einfach. Der T-70 ist wirklich spät gekommen. Da waren schon Raketenwerfer da. Das ist dann natürlich eher kritisch, mit so einem leichten Panzer dann noch anzukommen, der nicht so viel aushält. Das Gebäude ist fast weg. Das ist jetzt echt mutig, sich da noch reinzusetzen. In so ein Gebäude, was quasi fast kaputt ist, komplett. So, bei den Deutschen kommt jetzt der Panzer 4. Da ist er. Mit dem Vorbesteller Tarnskin. Oh no. Raketenwerfer. Naja. Die Karte ist eigentlich recht gut zu verteidigen, weil es nicht allzu viele Wege gibt und die Mitte hier ist quasi ja, Hauptgebiet. Da muss eigentlich fast jeder Panzer durch, wenn er nicht im Norden lang fährt. Das heißt, man hat eigentlich bis zwei wirklich wichtige Flanken, die es zu verteidigen gilt. Und hier lang zu kommen, hier unten lang, das ist auch eher selten. Muss man eh hier wieder auf die Mitte zu fahren. Ne? Und das macht das Ganze so ein bisschen ja, leichter zu verteidigen. Aber auf Dauer, weiß nicht, ob das beim Deutschen auf Dauer so weitergehen kann. Die Obersoldaten sind auch schon gefallen, also das haben wir jetzt verpasst, wo die draufgegangen sind. Schade. Der Pionier hier muss weg, aber momentan ist das Panzer-Micro hier wichtiger. Oh, und auch rechtzeitig hier den Raketenwerfer gesichtet. Aber von Lieutenant Bormi immer noch, glaube ich, keine Panzerabwehrgranate hier. Nichts in dergleichen. Dabei ist Munition im Überfluss da. Man könnte es natürlich auch sparen auf so einen IL-2-Sturmwegangriff, der ja auch ganz gut reinhaut. Und hier der Mo-Charge. Ah, zu früh gezündet, schade. Aber eine komplette Infanterieeinheit draufgegangen. Naja, er hätte noch einen klitzekleinen Moment warten müssen, dann wären hier wesentlich mehr noch gefallen. Jetzt sollte er sich hier aber echt dringend zurückziehen. Ja. Und hier stehen bestimmt immer noch Raketenwerfer. Nö, die sind beide jetzt nach oben gezogen. Okay. Ah, dieses Geschütz hier ist echt nervig, aber es hat trotzdem nur mit 1 hat es. Na ja, gut, in Anführungsstrichen erst 8 Kills. Das fährt er doch nicht. Was macht er jetzt mit seinem. Das ist jetzt die absolut schlimmste Szene im ganzen Spiel, das kann ich euch versprechen. Dieser Waste. Er weiß, dass hier zwei von den Raketenwerfern sind. Und durch den Strafe wird gerade mal ein einziges Model getötet. Ist natürlich echt übel. Und das ist ein guter Hit hier von der. Von der Anti-Infanterie, von dem Anti-Infanterie-Geschütz. Ah, dass der Panzer weg ist. Das ist echt übel. Richtig, richtig übel. Da muss jetzt ein neuer her. T-34, 85 am besten. Manpower fehlt noch, aber hier von der Sprit ist ja mehr als genug da. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier vielleicht an der Stelle klüger wäre, auf einen Panther zu sparen. Der Panzer 4 ist jetzt da. 123 Sprit hat er immerhin auch schon zusammen, der Luvnest. In der Hinsicht ist vielleicht das Sparen auf einen Panther an dieser Stelle nicht das Beste, weil
Was kann denn der Russe groß bringen? Also T-34-85 ist dem Panzer IV natürlich überlegen. Was die Kanone angeht, zumindest. Oh, hier, die werden zusammengeschossen. Und der Panther kann da noch einiges abhalten, auch vom T-34-85. Oder er bringt halt eine Su-85, aber da ist der Panther dann auch gut geeignet gegen als Flankenangriff, denn der Panther ist ja noch nicht gerade. Ist ja auch ein gut mobiler Panzer eigentlich. Nicht so schwer wie der Tiger. Bisschen schwerer als der Panzer IV. Aber an sich eigentlich kommt er ganz gut zurecht. Auch wundert es mich, dass hier jetzt vielleicht, ja gut, ob keine Pack da ist vom Lieutenant Bomi. Obwohl die Pack natürlich auch leicht von der Artillerie hier auseinandergenommen werden kann. Denn Mörser ist auch nicht da, was ich nicht unbedingt clever da. Ich glaube, da gab es mal einen Mörser auf sowjetischer Seite, aber ich bin ganz sicher, bin ich mir jetzt gerade auch nicht mehr. Aber ein Mörser hätte hier halt viel noch eventuell noch begradigen können, vor allem dieses Geschütz hier eindämmen, was wirklich extrem Schaden macht. Nervt, oder eigentlich mehr eher nervt als groß Schaden macht. Aber gut, ein paar Kills hat das Ding jetzt auch, 12, um genau zu sein. Aber besonders die Dinger nerven ab hier, die Raketenwerfer, die natürlich permanent getarnt sind, was es nicht leichter macht. So, Pioniere hier drin, die weglaufen. Hier drüben noch einen Raketenwerfer. Jawohl, nice. Wie der Wagen hier auch wackelt dann. Das MG ist weg. Das MG ist weg. Hätte ja noch ein zweites, Gott sei Dank. Aber trotzdem ist das natürlich schon eine Ansage, wenn so ein MG fehlt. Raketenwerfer und der ist auch nicht mehr dicht hier. Der hat nicht mehr viel live. Der hat schon Risse an der einen oder anderen Stelle. Was kommt denn jetzt hier noch, das MG? Ja. Immer noch keine. Ja, doch, jetzt hat er Panzerabwehrgranaten. Hat er sich aber lange mit. Lange warten lassen. Ist ja aber auch generell nicht das Problem. So ein Ding entwickelt man in der Regel auch als Sowjet erst, wenn denn der Panzer auf dem Gegner auf dem Schlachtfeld ist, weil vorher ist Munitionsverschwendung eigentlich. Oder Spritverschwendung sogar. Muss man mal schauen. Ah, kann ich nicht sehen. Schade. Hätte mich ja mal interessiert. Ja, doch, kann ich sehen. Klar kann ich das sehen. 25 Sprit sogar. Also ja, das ist schon eine Investition, auf jeden Fall. Die man nicht unbedingt früher als unbedingt nötig investieren muss. Jetzt kommt der zweite Panzer IV. Hier unten sehen wir. Und die Su-85 auf Sowjetseite. Und damit quasi Pack und Panzer in einem, sollte funktionieren. So eine Su-85, die hält auch einiges aus, so ist es nicht. Ja, aber der Panzer IV ist nicht unbedingt die beste Lösung auf das Problem. Zumal noch über 50 Sprit übrig sind, da. Ach ne, Quatsch, ich bin aber doch hier auch nochmal über 50 Sprit mittlerweile. Da hätte man sich schon was Stärkeres leisten können, denke ich. Also ein Panther wäre da eigentlich schon drin gewesen. Jetzt bin ich ja nicht ganz beschattet in der Birne. Nee, Panther kostet 200, genau. 200 Sprit, also das ist drin. Das wäre jetzt auch hier eigentlich ganz gut drin gewesen. Mit dem Panzer IV und den Raketenwerfern kam er ja super klar. Ich weiß jetzt gar nicht, warum jetzt hier noch ein Panzer IV kommt, ehrlich gesagt. Ein bisschen Diversität, das ist die Stärke der Deutschen. Diversität in den Einheiten und dadurch extrem gute Wirksamkeit. Das ist dann wirklich für jede Situation was dabei. Und der Panther hält nun einfach mal auch wesentlich mehr aus und macht ja auch dick Schaden. Also
Oh. Schießt natürlich daneben hier. Ganz klar. Schön auch, dass hier die Mine liegt. Ganz wichtig. Minen sollte man als Sowjet sowieso nie vergessen. Allerdings ist es auch der Standard, dass der Gegner gegen Minen... wir haben ja auch zwei Minesweeper-Truppen dabei bei den Sturmpionieren. Also das ist der Standard. Und jetzt kommt hier noch ein Mörser. Sehr gut. Gute Wahl. Nur das, was ich vor eingangs schon sagte. So ein Mörser ist wichtig. Demo Charge. 4 von 5. Hätte sich gelohnt bei einem Wett-5-Trupp. Also, boah. Das wäre echt böse gewesen. Und der Mörser auch extrem weit vorne. Ich weiß nicht, ob das so soll. Oh, wie kann die Süd daneben schießen? Das ist ja extrem. Ich hätte den nur genau gesehen. Und dann auch noch auf die kurze Entfernung. Nein. Kann man doch nicht daneben schießen. Kommt hier noch ein Fahrzeug? Ah ja, ist klar. Tier 3 soll jetzt noch folgen. Wahrscheinlich als einfach nur als Reparaturstation. Ich wusste jetzt im ersten Moment nicht. Naja gut, vielleicht noch einen Stuka zu Fuß oder sowas. Was jetzt hier noch aushelfen könnte bei der Masse an Infanterie. Aber so viel Infanterie hat der Sowjet jetzt im Vergleich zum OKW auch nicht. Und die ist auch momentan eigentlich allem überlegen. Boah, guter Mörser-Hit. Guter Mörser-Hit. 4 von 5 und jetzt hier auf den, auf ihn. Konzentriere dich hier auf ihn. Oh ja, das war's. Ah, das hat richtig reingehauen. Jetzt hier der Wett 5 kommt weg. Das ist richtig übel. Auf Seiten der Deutschen könnte man sich, der Sowjets könnte man sich natürlich auch mit einer Kadyusha super über Wasser halten gegen diese blöden Raketenwerfer hier. Aber das ist momentan nicht drin. Auch die Weitsicht der Su könnte hier nochmal was bringen, eben auf größere Entfernung zu schießen als bisher. Oh Mann. Schön offensiv hingestellt und auch der T-34 hier musste ich echt zusammenreißen. Kommandofahrzeug zu einem stationären Gebäude umfunktioniert. Also wenn der Sowjet hier mit 2 Panzer 4 ist natürlich verlockend, aber hier liegen Minen und ich denke der Luftwaffe wird das wissen, dass da Minen liegen. Es ist ja nun mal die Stärke der Sowjets, da Minen zu legen. Oh, hier? Ja, ich Gott sei Dank. Ich habe das Gefühl, die liegen einfach mitten im Feld, diese Minen, und fährt doch nie jemand drüber, aber die sind schon clever platziert. Da wo der meiste Platz ist, fährt man in der Regel auch lang, und das ist auch ein guter Hit. Hier liegen 3 Leichen, eine im Schuss. Ja, eingeben. Ha, und gleich aufgeklärt durch das sich zurückziehende Fahrzeug. Infanterie, nicht Fahrzeug. T-34-85. Okay. Noch mehr Antipanzer. Ja, bei einem Durchbruch ohne Pack. Ja, mit 2 Panzer 4. Da kann die Su flöten gehen. Ne? Also wenn die Panzer 4 von zwei Seiten, das ist nicht ohne. Oh, schon wieder hier. Wie aggressiv er hier reingeht mit der dem Ding hier, mit dem Raketenwerfer. Und ich meine, der trifft ja auch exzellent. Oh, den sollte er doch jetzt zurückziehen. Was macht er da? Oh ja, jetzt ist das Ding weg. Ah, das war nicht gut aufgepasst. Und das könnte jetzt so ein Schlüsselmoment sein. Das Ding wird auch sofort zerstört. Sehr vernünftig. Da ist der Panzer 4 killgeil. Aber nicht ohne Grund. Das Ding ist fast tot.
Aber er hätte den T-34 nicht töten können, ohne sich drei Schüsse zu fangen, wahrscheinlich. Sonst wäre es dann gewesen mit dem Panzer. Ja, aber nachsetzen will er noch hier mit dem T-34. Ja, sehr gut. Ja, das Infanteriegeschütz. Gleich wieder. Und hier singt der Demo-Charge. Nom 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 nom. Ja, da hat er sich mit dem MG. Oh nein. Nein. Mit 3 MG. Und das ist jetzt weg. Und er hat es liegen lassen. Er hat es liegen lassen. Oh, das Ding ist immer noch nicht weg. Ja, das dauert ja hier. Schießen wir immer daneben. Die saufen einfach zu viel Wodka. So, du ist gut, du brauchst nicht mehr drauf schießen. Sehr gut. Tja, da wäre der Panther jetzt wirklich von Vorteil gewesen. Jetzt kommt der Katjuscha. Sehr gut. Oh, Obersoldat. Ruhe. Oh, schön mitgesammelt. Hier ein bisschen mit dem Micro sich vertüdelt. Aber jetzt hier, den kann er wegrushen. Macht er aber nicht. Ja, wahrscheinlich denkt er, dass da noch irgendwas in der Hinterhand steht. Oh, stattdessen geht man hin aufs Tier 4. Why not? Katjuscha? Jetzt schießt die Katjuscha. Ja, gut getroffen. Sehr gut. Tier 4 ist auch gleich hin. Ja, und da ist das Match vorbei. Also doch ein sehr intensives Spiel und mit das, also eigentlich das beste Spiel des gestrigen Tages am Sonntag. Hat mir sehr gut gefallen, wie die beiden hier gespielt haben. Auch wenn ich die Build-Order von Luvenest nicht hundertprozentig nachvollziehen konnte mit dem zweiten Tiger, ist Geschmackssache, aber gerade auf dieser Karte auch bietet sich das eigentlich an, auch etwas Fetteres zu bauen. Eben in dem Fall eine Su-85 oder sei es jetzt auch auf einer Seite eben einen entsprechenden Panther oder so vielleicht sogar einen Königstiger. Aber das wäre nicht drin gewesen. Also ohne zweiten Panzer in einer recht frühen Phase, sage ich mal, des Spiels, wäre es nicht gegangen. Aber ich denke, mit einem Panther hätte hier wesentlich noch mehr Respekt vielleicht auch dem entgegenstehen können. Auf diese Weise mit zwei Panzer 4 war es auch nicht schlecht, aber es hat eben nicht ausgereicht. Zumal die eine Pack hier unnötigerweise flöten gegangen ist. Das war quasi der Kill für Luvenest. Zusammen mit der Katjuscha, die meines Erachtens auch ein bisschen spät kam. Aber sind so alles Fein, ist alles der Feinschliff, weil ich meine, wenn man im Gefecht ist, ist es immer noch mal was anderes. Besonders wenn der Gegner nur schon zwei Panzer da hat und man selber hat eine T-34 und eine Su-85, ne, dann überlegt man sich schon an der einen oder anderen Stelle, habe ich jetzt ausreichend Panzerabwehr oder nicht. Deswegen war es vielleicht auch nicht ganz falsch, noch einen zweiten T-34-85 allein schon zur Absicherung der Su zu nehmen, weil die Su alleine gegen zwei Panzer 4 kann auf Dauer nicht gut gehen. Dann bricht mal irgendeine Flanke, da wartet der Gegner nur auf die Gelegenheit, irgendwo auf der Flanke durchzubrechen und sich die Su zu krallen. Gut ist auf der Karte eher schwierig. Besonders viel Flankierungsmöglichkeiten ungesehen gibt es nicht. Die Durchgänge sind recht schmal, überall liegen Minen. Also in der Hinsicht war die Su eigentlich schon recht gut abgesichert. Da hätte nicht unbedingt ein zweiter T-34-85 Not getan. Stattdessen hätte man die Katjuscha schon ein Stück weit früher bringen können. Aber auf die Weise ist man natürlich mit T-34-85 auf der anderen Seite wieder ein bisschen mobiler als mit der Su und einem T-34. Aber gut. Es hat funktioniert, also der Sieg gibt Lieutenant Baumy recht. Trotzdem herzlichen Glückwunsch an Luvenest an der Stelle für den Sieg.
3:1 über Lieutenant Bomi gestern, bei den GCS. Nächsten Sonntag geht es also weiter mit den Grand Championship Series. Und wer da interessiert ist, guckt doch einfach auf den Twitch-Kanal von Stormless oder ihr geht einfach mal auf coh2.org und auch da bekommt ihr wesentliche Informationen in Bezug auf die Grand Championship Series. Wir sehen uns also beim nächsten Cast wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel, viel Spaß auf dem Schlachtfeld. Ein 2 gegen 2 ist auch noch reingekommen von einem Abonnenten. Da werde ich auch mal schauen, ob ich das irgendwie unterkriege. Und ja, dann sehen wir uns. Also, bis bald.